Hey, Moment mal. Es ist doch schrecklich mit dir. Wenn du deine Tricks in Rattlesnake Gulch nicht lässt, werden sie uns genauso wegjagen wie das letzte Mal. Das war doch nicht meine Schuld, dass wir da weg mussten. Das war deine Sache. Du musstest dich doch unbedingt mit diesem betrunkenen Kerl rumprügeln. Ja, ich musste mich prügeln. Aber auch nur deshalb, weil du deine ungelenken Finger nicht von seiner hübschen jungen Frau lassen konntest. Wir sollten die Weiber wirklich meiden. Diese ewigen Streitereien sind auf Dauer auch ganz bestimmt ungesund. Und ich komme langsam in ein Alter, in dem man auf seine Gesundheit achten sollte. Das ist das erste vernünftige Wort, das ich von dir höre. Du solltest die Frauen in Ruhe lassen, das stimmt. Aber das ist gar nicht leicht. Allein schon, wenn ich die schönen Damen begrüße. Die Frauen haben eine Schwäche für mich. Dann begrüße die Damen doch nicht. Rede ganz einfach nicht mit ihnen. Hey, das ist eine gute Idee. Eigentlich fangen die Probleme erst durch dumme Gespräche an. Sie denken immer gleich, dass man sie heiraten will. Mein Gott, ich sage einfach nur guten Morgen und schon haben sie sich in mich verguckt. Aber ab jetzt, versprochen, werde ich keine Unterhaltungen mehr mit Damen führen. Das ist ehrlich eine großartige Idee. Für mich bedeutet das eine Menge weniger Ärger. Ich schwöre es. Hallo, Abraham. Ich habe diesmal einen ganzen Sack Post für dich. Na, gib her, ich nehme ihn gleich nach vorn. Nun sieht ihr das an. Ich werde der Dame kurz mal helfen. Hast du vergessen, was du gerade gesagt hast? Das ist dein Problem. Du hast überhaupt keine Willenskraft. Keine Willenskraft und Blödsinn. Wenn ich etwas sage, dann meine ich es auch. Du hast doch gerade versprochen, dass du die Frauen in Ruhe lassen willst. Ja, stimmt. Ich reiß mich zusammen. Gut. Sie erlauben? Natürlich, danke schön. Ich bin John Scott. Ich will zum Rodeo nach Rattlesnake Gulch. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Juanita Montero. Ich wohne in Rattlesnake Gulch. Oh, das ist ja nett. Dann werden wir uns sicher mal über den Weg laufen. Sie sind sicher sehr erfolgreich. Oh ja, es geht eigentlich so, obwohl ich habe bei den letzten beiden Rodeos tatsächlich ziemlich gut verdient. Sie kennt doch jeder hier. Und er? Ist er auch ein Rodeo-Star? Nein, ich bitte Sie. Sieht er aus wie ein Rodeo-Star? Schauen Sie ihn sich doch an. Das ist Kansas Charlie. Er ist mein Mündel. Er hat Schreckliches durchgemacht. Er taugt eigentlich nur noch zum Sattelträger. Oh, der arme Kerl. Was ist ihm denn passiert? Nun, er wurde von Indianern skalpiert, als er ein Baby war. Seitdem hat er kaum noch gesprochen. Wenn er seinen Hut lüpft, sieht man den nackten Ballonkopf. Oh, das tut mir leid. Deshalb lässt er den Hut immer auf. Das ist das Beste, was er tun kann. Denkst du wirklich, ich lasse es mir gefallen, dass du der Lady diesen Mist erzählst? Ich habe meinen Skype noch. Ich habe mal eine etwas um Stirn, sehen Sie? Ja, gibt es denn sowas? Ein unglaubliches Wunder. Die Ärzte haben zwar gesagt, er könnte seine Sprache zurückgewinnen, aber eigentlich habe ich damit nicht mehr gerechnet. Vielleicht ist mein guter Freund ja auch ganz einfach nur ein großartiger Schwindler. Was sagst du da? So nicht, Kansas. Du machst der Lady Angst. Sehen Sie mir erst zumindest ein Schwachkopf. Schwachkopf? Ich habe mehr Verstand, als ich jemals brauchen werde. Und Sie, junge Lady, suchen doch bestimmt einen klugen Herrn, jemand, auf den Sie sich richtig verlassen können. Einen, der nicht so oberflächlich wie diese Kleinstadtburschen ist. Sie braucht einen Mann, der sich kümmert. Oh, danke, Kansas, aber das ist wirklich übertrieben. So toll bin ich nun auch wieder nicht. Und eigentlich denke ich, die Lady ist alt genug, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich habe doch nicht über dich gesprochen. Ich meinte natürlich mich selbst. Wie ehrlich er sein kann. Ehrlich und durch klug. Ja, und wenn Sie wirklich so clever sind, verdienen Sie doch bestimmt ganz viel Geld. Oh ja, ich verdiene in der Tat wirklich gut. Ich kann mich nicht beklagen. Aber auf Reisen habe ich nur wenig Geld dabei. Das meiste, das ich besitze, wartet auf mich im Rattlesnake Gulch Casino. Wenn Sie wirklich einen reichen Mann wollen, lassen Sie besser die Finger von ihm und halten sich an mich. Mögen Sie Diamanten? Oh, ich liebe Diamanten über alles. Nur schleifen muss er sie noch. Sehen Sie, hier bin ich zu Hause. Ich muss jetzt leider aussteigen.
Warten Sie, warten Sie. Ich steige auch mit aus. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie mal wiedersehen könnte. Ich komme gern auf einen Besuch. Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Sei ein guter Junge und mach einen schönen Sturz. Wenn du ordentlich vom Pferd fällst und dir dabei beide Beine brichst, kann ich mit Juanita ausgehen. Vielleicht gehst du ja aus, aber sicher nicht mit Juanita. Du solltest dich besser um dein Kartenspiel kümmern, wenn ich das Rodeo gewinne, und das habe ich vor. Hast du überhaupt keine Chance mehr. Ich will zwei. In Ordnung. Guten Tag, Dan. Hallo, Kansas. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Noch eine. Was ist los? Ist das hier eine Trauerrunde? Nein, aber wir sind alle ziemlich sauer. Die Rodeo-Veranstalter können uns nicht ordentlich bezahlen. Ich habe $250 gewonnen und nur ein Viertel zahlen sie aus. Das stimmt. Ich habe für meine $800 auch nur 200 bekommen. Die Jungs, die da draußen reiten, können froh sein, wenn sie überhaupt noch einen Cent sehen. Mhm. Ich bin gleich wieder da. In Ordnung. 10. König. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du dein Geld schon jetzt verspielt und willst mich anpumpen. Hör kurz zu, John. Nein, ich gebe dir keinen müden Cent. Erst vor ein paar Stunden habe ich gehört, wie wohlhabend der Herr ist. Hör zu, ich meine es ernst. Ich bin nicht pleite, aber du bist es. Die Veranstalter zahlen von den Preisgeldern nur 25 Cent auf den Dollar. Vielleicht können sie heute Abend gar nichts mehr auszahlen. Und das würde dich betreffen, mein Freund. Was erzählst du mir da? Das sollen die mir doch bitte mal selbst erklären. Was ist los? Kriegst du kalte Füße? Oder macht dich das Geld da drin nervös? Nein, nein, Quatsch. Alles bestens. Die glauben doch wohl nicht, dass ich mir das bieten lasse. Wir warten, bis sie wieder raus sind. Ich habe heute $900 bei ihrem Rodeo gewonnen. Und die möchte ich jetzt gern haben. Ich würde Ihnen die $900 natürlich gern auszahlen, aber wir verdienen schon jetzt nichts mehr an der Show.
Wir haben weniger eingenommen, als wir erwartet haben. Und deshalb können wir nur 25 Cent für den Dollar bezahlen. Soll das ein Witz sein? Ich will mein Geld haben. 900 Dollar? Ah. Das kann ich nicht auszahlen. Ich gebe Ihnen 250 und keinen Cent mehr. 900 Dollar und keinen Cent weniger. Ich habe keine Lust, mit Ihnen zu verhandeln. Ich kann Ihnen nur 250 Dollar geben. Und wenn Ihnen dieses Angebot nicht gefällt, kriegen Sie gar nichts. Ich will die 900 Dollar. Kansas, nimm die 900 Dollar aus dem Safe und dann verschwinden wir hier. Versuchen Sie nicht, uns zu folgen, sonst gibt's Ärger. Wir reiten zu mir. Dann los. Hände weg vom Telefon. Und jetzt geh an dein Safe und gib uns das Geld. Brauchst du eine extra Einladung? Nun mach schon. Das war doch im Veranstaltungsbüro. Los, kommt! Beeil dich! Ja. Sie kommen. Was sollen wir tun? Komm. Bleib ganz ruhig, dann werden sie uns nicht bemerken. Oh Gott, der Safe ist offen. Ja. Farnsworth, er ist tot. Sie haben ihn erschossen. Was ist passiert? Was ist denn passiert? Ein Überfall. Ich habe gesehen, wie John Scott und Kansas Charlie nach dem Pistolenschuss aus dem Bettbüro gelaufen sind. Einer von den beiden hat also geschossen. Ja. Du machst einen Besuch bei seinen Pokerfreunden und dann reiten wir zu seinem Haus in den Bergen. Los, vorwärts, Jungs. Hast du was Besonderes vor? Ich habe eine Verabredung mit Juanita. Glaubst du, dass sie dich wirklich sehen will? Wer glaubt das nicht? Ich. Ja. Du denkst immer noch, dass sie solche Flegel wie dich mag. Nein, sie mag weltgewandte Männer, so einen wie mich. Du redest denselben Unsinn wie in der Kutsche. Soll ich sie von dir grüßen? Du gehst nicht. Du eingebildeter Raff! Niemand weiß, wo er steckt. Also dann los, Männer! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Fast finde ich es ein bisschen traurig, dass du deine Verabredung nicht einhalten kannst. Aber ich gebe dir ein kleines Küsschen von dir, Kansas. Ach, du verdammter Hurensohn! Ich mach dich fertig, wenn ich dich in die Finger kriege! Ich bring dich um! Du bist tot! Ich werde dich an die Ratten verfüttern! Du wirst mit der Hölle schmoren! Du Mist! Ist nur ein Pferd da, Sheriff. Halt die Klappe. Seid vorsichtig, vielleicht ist es eine Falle. Na sowas, jemand hat uns ein Geschenk gemacht.
Sheriff, so glauben Sie es doch, ich war es nicht. Natürlich bin ich ein Spieler, aber ich könnte niemals einen Menschen umbringen. Ja, aber das ist das, was du sagst. Vielleicht könnten wir ja schon heute Nachmittag das Gericht einberufen und ihn gleich hängen. Dann hätten wir die Sache schnell geregelt. Ich bin dafür. Ach, Sheriff, können Sie noch etwas für mich erledigen? Um was geht's? Nehmen Sie mein Bargeld und meine Uhr und geben Sie es Juanita. Natürlich. Das kann ich für dich tun. Los. Gehen wir. Nun mach schon. Setz ihn aufs Pferd, Jungs. Wir bringen ihn direkt ins Gefängnis. Danach kümmern wir uns um Scott. Vielleicht kann uns Charlie auch ein bisschen was flüstern. Sheriff, das ist eine gute Idee. Ach, halt die Klappe. Hey, Charlie, halt ab. Einen Moment, Sheriff. Lass die Kanonen fallen. Scott! Werfen Sie das Geld und die Uhr auf den Boden. Das werden Sie büßen. Und jetzt reiten Sie ganz langsam nach Haus. Los, Jungs, nach Rattlesnake Gulch. Wir kriegen Sie, Scott! Ich werde heute Abend nach Poker City reiten. Willst du abhauen? Wir zwei halten doch zusammen und du warst es immerhin, der geschossen hat. Schon allein deshalb müssen wir doch gute Freunde bleiben, das siehst du doch sicher ein. Und deshalb werden wir auch heute Abend gemeinsam nach Poker City reiten. Hör zu, Pete, ich will eigentlich nur rüber nach Poker City, um meine Schwester zu besuchen. Ja, und ich werde dich begleiten. Die Bank ist ungesichert und voll mit Gold und von dort fahren die fettesten Postkutschen. Ich habe kein Interesse. Enttäusch mich nicht, schließlich geht es auch um mein Leben. Wir beide werden das Kind schon schaukeln. Ich will mich noch von meiner Lady verabschieden. Bis nachher. Verdammt. Möchtest du noch was trinken, Pete? Aber gern, Engelchen. Danke. Weißt du, Pete, ich finde, dass du der süßeste Mann auf der ganzen Welt bist. Ja? Mhm. Pete? Warte. Oh. Das ist John Scott. Es ist nicht gut, wenn er dich hier trifft. Geh in die Kleiderkammer. Schnell. Den Weg zu mir tatsächlich gefunden. Hallo, Juanita. Wem gehört denn das Pferd da draußen? Oh, das ist meins. Ich reite doch so gerne. Ah. Schauen Sie, Juanita, ich habe Ihnen was Schönes mitgebracht. Na, wie gefällt sie Ihnen? Oh, das ist ja lieb von Ihnen. Sie ist wunderschön. Das kann ich nicht annehmen. Nein? Nein. Na, dann muss ich sie behalten. John, ich freue mich so, dass Sie mich besuchen kommen. Ich habe mich wohl in Sie verliebt. Ich muss immerzu an Sie denken. Sowas habe ich lange nicht gehört. Weißt du was? Du machst dich ein bisschen hübsch für mich und dann reiten wir in die Stadt und machen was Schönes. Und wenn du mir einen Ring schenkst, kann ich die Uhr auch annehmen. John, ich finde, dass du der süßeste Mann auf der ganzen Welt bist. Kansas. Du bist mir wirklich ein feiner Freund. Fesselst mir die Hände und besuchst mein Mädchen. Was ist los, Kansas? Ich habe dich gerade vor dem Galgen gerettet. Du bist nur mutig, solange meine Hände gefesselt sind. Ach ja? Was ist das überhaupt für ein seltsames Auftreten in Gegenwart einer Lady? Seltsames Auftreten? Ja.
Binde seine Hände los, Juanita, damit ich ihm eine Lektion in Benehmen erteilen kann. Halunke! Warte. Schau mal, was ich hier habe. Deine Uhr, Kansas. Und wo ist mein Gewinnanteil? Oh, den hätte ich fast vergessen. Du bist immer knickeriger. Es stimmt auf den Cent. Das kommt mir aber ein bisschen wenig vor, du Held. Oh, Kansas, mein Schatz, hat er dir wehgetan? Aber nein, Engelchen, natürlich nicht. Wirklich. Ich zähle das besser mal nach. Nein, das Zählen solltest du jetzt besser mir überlassen. Ihr Jungs wisst doch gar nichts mit dem vielen Geld anzufangen. Und wenn ihr beiden wirklich wissen wollt, wer hier der beste Mann ist, dann fragt Juanita. Und jetzt ab. Rein dann und macht schon. Jetzt, wo du so viel Geld hast, Pete, nimmst du mich doch mit nach Poker City, hm? Oh nein, genau deshalb nicht. Weißt du, was er vorhat? Er will nach Poker City. Willst du mich denn hier allein lassen? Warum musst du alles verpatzen? Was erzählst du für ein dummes Zeug? Es war alles in Ordnung, bis du aufgekreuzt bist. Das meinst du doch wohl nicht ernst. Du leidest unter Realitätsverlust. Hast du nicht bemerkt, dass du abgemeldet warst, als ich aufgetaucht bin? Du hast vielleicht Sorgen. Wegen dir habe ich gerade eine Menge Geld verloren. Wenn du nicht hierher gekommen wärst, hätten wir unser Geld noch. Eigentlich müsste ich dir dafür das Maul polieren. Ach, du kannst es gern versuchen. Du hast es nicht anders gewollt. An Beschützern wird's dir ganz sicher nicht mangeln. Engelchen, adios. Du widerlicher Kerl, kannst mir gestohlen bleiben. Ich will dich hier nie wieder sehen. Ich mach dich fertig. Oh, ihr verdammtes, blödes Männerpack. Ihr ruiniert mir meine Kleider. Geht mir aus den Augen. Ich kann euch nicht mehr ertragen. Oh, nein, ich hab die Nase voll von euch. Verlasst auf der Stelle mein Haus. Meine schönen Kleider. Ihr habt meine Kleider ruiniert. Haut ab. Der Sheriff kommt. Nichts wie weg. Aufbringen wolle euch. Wir reiten Richtung Poker City. Okay, du Hund. Das war knapp. Hoffentlich haben sie uns verloren. Ja. Wartet mal, Jungs! Sieht ganz aus, als wären sie uns entkommen. Nein, hier ist nichts mehr zu machen. Wir reiten zurück zu Juanita und befragen sie ihn. Oh! Wir haben mal wieder Glück gehabt, was, alter Junge? Das kann man wohl sagen. Ich denke, wir sollten uns erstmal für eine Weile trennen. Ich reite nach Poker City und schnappe mir Pete, damit ich mein Geld zurückkriege. Es ist mir egal, was du denkst. Ich will auch nach Poker City. Der Kerl hat auch mein Geld. Bist du komplett verrückt? Sie werden dich erkennen. Mich? Aber nicht Reverend Smith, mein Bester. Sie würden doch nicht wagen, einen Fahrer zu verdächtigen. Okay, Kansas, dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich in Poker City. Mhm.
die ordnende Hand der Justiz. Man hat ja auch gleich den Eindruck einer aufgeräumten, sauberen Stadt. Ja, das ist sie. Ehrlich gesagt wüsste ich gern Ihren Namen. Oh, entschuldigen Sie, Sheriff. Ich bin Reverend Harry Smith aus Rattlesnake Gulch. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Referent Smith. Wollen Sie sich länger aufhalten? Eigentlich ja, Sir. Aber nur, wenn mir das Klima bekommt. Es ist der Hals. Ich habe leichte Atembeschwerden. Deshalb muss ich besonders auf mich aufpassen. Hier werden Krankheiten dieser Art genauso schnell kuriert, wie sie auftreten. Was haben Sie hier vor, Referent? Tja, ich dachte daran, vielleicht eine Art von... Tja, gibt's denn das, ein Mitglied meiner ersten Gemeinde? Du erinnerst dich doch an mich, Jim. Ich bin Reverend Smith. Ja, wie geht's Ihnen, Reverend? Jetzt freue ich mich erstmal, dass ich dich wiedersehe. Wie geht's eigentlich deiner Mutter? Sieht so aus, als hätten wir noch einen zweiten Pfaffen hier. Ich hab's klein, Annie. Danke. Wiedersehen. Hallo, Jim. Deine Schwester? Was? Ja. Hallo, Ann. Ich möchte dir gerne Reverend Smith aus Rattlesnake Gulch vorstellen. Guten Tag, Miss Annie. Es freut mich sehr, Reverend Smith. Und ich bin ehrlich gesagt angenehm überrascht, dass Jim mir mal jemand anderen vorstellt als diese wilden Reiter. Oh, ja, aber die meisten sind doch fromme Schäfchen. Und Jim ist wirklich ein treues Mitglied meiner Gemeinde. Es beruhigt mich sehr, das zu hören, denn er ist der einzige Mensch, den ich habe. Ich habe stets ein Auge auf ihn. Aber eigentlich bin ich gekommen, weil ich Sie und Ihre Freunde zu einer kleinen Gebetsrunde einladen möchte. Und Jim freut sich immer, wenn er dabei hilfreich zur Hand gehen kann. Das stimmt doch, Jim. Natürlich, Reverend. Hallo, Sheriff. Die Poststation ist schon wieder überfallen worden. Das ist das vierte Mal in diesem Monat. Wir müssen endlich was unternehmen. Habt ihr sie erkannt? Nein, die Halunken waren maskiert. In letzter Zeit treiben sich hier eine Menge Fremde herum. Ich werde mir die Burschen mal näher anschauen müssen. Na, da haben wir doch schon einen. Hey, Sie! Ich? Ja, Sie! Könnte ich bitte Ihren Namen erfahren? John Jones. Es ist schon ein bisschen auffällig, wie viele Jones und Smith hier zufällig auftauchen, Mister. Sie kommen jetzt besser mit und beantworten mir einige Fragen. Und nein, Sheriff, Sie können mich doch nicht gleich vom Pferd herunter einsacken. Ich bin sogar noch nüchtern. Ah, sparen Sie sich Ihre Witze. Ist das vielleicht einer von diesen Verbrechern? Tja, ehrlich gesagt kann ich ihn nicht wiedererkennen. Es könnte sein, aber Sie waren ja alle maskiert. Sheriff, Sie haben den falschen Mann erwischt. Oh, da ist jemand aus Rattlesnake Gulch. Hey, Jim, komm doch bitte mal kurz hierher. Du erinnerst dich doch an John Jones, Jim? Ja. Sehen Sie, Jim ist ein alter Freund von mir aus Rattlesnake Gulch. Ich bin nur hier, um ihn zu besuchen. Wie geht's dir, Jim? Also, wir sehen uns, Sheriff, ja? Ein Glück, dass ich dich getroffen habe, Jim. Sie haben mich gerade ganz schön überrascht. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Oh, verdammt. Wir sehen uns später, Scott. Annie, ich muss noch was erledigen. In Ordnung, Jim. Mr. Smith wird mich nach Hause bringen. Na gut. Das finde ich sehr nett, Miss, aber mein Name ist Jones. Ich sagte Smith. Aber vielen Dank für Ihr Angebot, Mr. Jones. Ich bin mit Mr. Smith verabredet. Och, na ja, gut. Wir können ja auch zusammen auf ihn warten. Wollen Sie mich belästigen? Um Gottes Willen, ich habe nur gerade nichts anderes zu tun. Können Sie nichts anderes nicht woanders tun? Aber woanders hätte ich doch nicht die Freude Ihrer Gegenwart. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Natürlich. Was ist in diesen Flaschen? Nervenstärkung. Das brauchen Sie sicher nicht. Nein, mein Pferd hat's nötig. Es klagt unentwegt. Ich denke, ich nehme eine. Hier, und haben Sie noch einen Wunsch? Ich möchte noch, tja... Ja, das ist genau das, wonach ich schon seit vielen Monaten suche.
Sie sind hoffentlich nicht zu klein. Woher soll ich denn das wissen? Ja, dann sollten wir sie doch gleich mal ausprobieren. Ich hoffe, das ist alles. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich nehme noch eine Flasche von der Nervenstärkung. Mein Pferd hat's dringend nötig. Wollen wir tanzen? Hallo, Miss Annie. Oh. Schön, dass Sie schon da sind, Reverend Smith. Bin ich zu früh? Nein, ich bin ganz froh. Sie sind genau pünktlich. Ja, als Mann der Kirche ist man stets bemüht, seine Schäfchen nicht zu enttäuschen. Oh ja, oh ja, oh ja. Sie sind also Reverend Smith. Jones ist mein Name, Reverend. Es freut mich. Habe ich Sie nicht schon mal gesehen? Auf einer Feier. Auf einer Abschiedsfeier. Sie wurden verabschiedet. Lang ist's her, Reverend. Was können wir für Sie tun? Ah, ich hab's. Wie wäre diese Krawatte? Sie würde Ihnen sicher fantastisch stehen. Ich wäre froh, wenn Sie mit diesem Unsinn aufhören und meinen Laden endlich verlassen würden. Aber wenn ich Sie nach Hause bringe, dann... Gehen Sie dorthin, wo dieser Strick geknotet wird, Mr. Jones. Oh, dann sollten Sie mich begleiten, Mr. Smith. Auch wenn die junge Dame dann enttäuscht ist. Ich wünschte, ich hätte Ihre Nerven, Mr. Jones. Da kann ich Ihnen behilflich sein, Mr. Smith. Du bist ein Verdammter! Du sollst nicht fluchen! Aufhören! Was soll der Unsinn? Bevor Sie sich schlagen wie dumme Jungs, bringen Sie mich eben beide nach Haus. Pete, irgendwas ist an der Sache faul. Zuerst ist Charlie aufgetaucht und jetzt ist auch noch John Scott da. Ich sag dir, die wissen was. Wir sollten den Plan schmeißen. Auf keinen Fall. Und vergiss nie, dass du Farnworth erschossen hast. Wenn sie uns kriegen, dann packe ich aus. Das kannst du nicht machen, Pete. Nein, nicht solange wir noch Partner sind. Wann bricht eigentlich die nächste Postkutsche auf? Samstag. Dann sehen wir uns Samstag. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie noch mehr von dem Elixier wollen. Gestern waren Sie 5-mal hier und vorgestern auch schon 3-mal. Meine Vorräte gehen langsam aus. Und ich habe sogar einige Kunden, die es wirklich brauchen, Mr. Jones. Ja, ich weiß. Und einer von Ihnen ist der Reverend Smith. Um genau zu sein, bin ich hier, weil ich ihn suche. Guten Morgen, Miss Annie. Mr. Jones. Guten Morgen, Reverend Smith. Ich habe Sie schon richtig vermisst. Ach ja? Nun bin ich ja da. Nein, ernsthaft. Ich muss dringend mit Ihnen reden. Sie entschuldigen uns, Anne? Natürlich. Kommen Sie. Was ist denn los? Hör zu. Ich habe vorhin gesehen, dass Jim mit jemandem in die Wüste reitet und ich glaube, das war Pete. Wir sollten hinterher und versuchen, ihn dort zu stellen und uns endlich unser Geld zurückholen. Das ist wirklich mal eine gute Idee. Das finde ich auch. Na dann los. Hier ist es gut, komm. Und jetzt hör mir gut zu. Ich gebe dir Feuerschutz. Du hältst die Kutsche an und nimmst den Leuten das Geld und den Schmuck ab. Verstanden? Los. Hörst du eine Schießerei? Ja, vielleicht ist er das. Beweg dich! Da kommt jemand! Versuch sie zu verfolgen, ich stoppe die Kutsche! Gut! Thank you.
Wir trennen uns hier. Ich reite in die Berge. Sie haben ganz bestimmt unser Leben gerettet, Mister. Sind Sie ausgeraubt worden? Ja, meine Uhr und mein Geld. Es tut mir leid. Ich bringe die Kutsche in die Stadt zurück. Jim, von dir hätte ich das eigentlich nicht erwartet. Pete hat mich gezwungen und ich habe auch die Beute. Ach, Pete, schau an. Zeig mir die Sachen mal, Junge. Bitte erzähl Annie nichts. Nein, mach dir keine Sorgen. Schließlich hast du mir geholfen, als mir der Sheriff dumme Fragen gestellt hat. Und außerdem bin ich in der Pete her. Das ist doch eine nette kleine Beute. Sag ihm, dass ich die Sachen habe. Wenn du meinen Rat willst, halt dich fern von Pete. Sonst wirst du eines Tages genauso aufgehängt werden, wie er es wird. Danke, Kansas, dass du mich einfach laufen lässt. Ach, du musst mir nicht danken. Ich tue es für deine Schwester. Was ist passiert? Kümmert euch um den Fahrer. Sheriff, ohne diesen Mann würden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr leben. Ohne ihn wären wir tot. Es tut mir leid, ich habe Sie falsch eingeschätzt, Jones. Ach, das ist schon in Ordnung. Na endlich, dann hat sich ja alles zum Guten geklärt. Einen Moment, Sheriff. Diese Männer werden wegen Mordes in Rattlesnake Gulch gesucht. Sie haben Farnsworth getötet. Und höchstwahrscheinlich haben sie auch die Postkutsche überfallen und versuchen, sich jetzt hier als Helden aufzuspielen. Das kann ich nicht glauben, Sheriff. Sheriff, das ist meine Taschenuhr. Gib sie her. Sie sind verhaftet. Dann habe ich mich wohl doch nicht geirrt. Bringt sie ins Gefängnis. Gesindel. Kann man sich sowas vorstellen? Die gehören eingesperrt. Ich will mit dem Sheriff in Rattlesnake Guard sprechen. Das ist das Beste, was Sie machen können, Sheriff. Es schon wieder verbockt. Ach, ich hab's verbockt? Wo hast du denn die Uhr her? Ich hab sie von Jim. Er und Pete haben die Kutsche überfallen. Ich hab ihn laufen lassen. Richtig clever, Charlie. Ihn lässt du laufen und uns bringst du ins Gefängnis. Ich bring uns ins Gefängnis? Wach mal auf, du hast die verdammte Kutsche in die Stadt gefahren. Aber ich hab die Kutsche nicht gestohlen. Ich glaube, du hast ein kleines Problem mit Besitzrechten, kann das sein? Nein. Das ist Quatsch. Du willst mir wohl mal wieder einreden, ich wäre ein wenig dumm. Nein. Dümmer. Du willst es nicht anders. Was ist los in der Stadt? Der Sheriff hat heute John und Kansas verhaftet, wegen Postraub und Mord. Und ich glaube, sie wollen sie aufhängen. Ich glaube, sie haben damit nichts zu tun. Das glaube ich auch. Aber wie kann ich das beweisen? Gut möglich, dass mir dazu was einfällt.
Nun mach dir keine Sorgen, Annie. Ich mach den Laden für dich und du gehst nach Haus. Das wäre nett von dir, Jim. Ich komme dann auch gleich. Bis dann. Versteckt euch dann in der verlassenen Hütte. 5 Meilen nach der Flussgabelung. Ich treffe euch dort morgen. Annie. Sieh dir das an! Ist sie nicht ein wunderbares Mädchen? Ich wusste, dass sie mich nicht im Stich lässt. Spar dir dein Gerede. Wir haben jede Menge zu tun, wenn wir bis morgen früh hier raus sein wollen. Guten Morgen, Miss Annie. Guten Morgen, Sheriff. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich nachher kurz einmal John und Kansas besuchen käme? Das ist gar kein Problem. Wir bringen den beiden gerade ihr Frühstück. Gut, ich muss nur kurz in den Laden, aber ich komme dann gleich rüber. Dann bis gleich. Los, jetzt weg hier. Da stehen ein paar Pferde am Ende der Straße. Hey, beruhige dich, oder willst du dich verdächtig machen? Sie sind abgehauen. John und Kansas sind ausgebrochen. Die ganze Stadt spielt verrückt. Das ist eine günstige Gelegenheit. Sie überfallen die Bank und verschwinden von ihr. Ich aber nicht. Ich hab's satt. Ich stell mich dem Sheriff. Bist du endgültig verrückt geworden? Nein, ich ertrage das nur alles nicht mehr. Das lasse ich nicht zu. Peter Jim getroffen. Jim! Es ist schon gut, Annie. Sie denken, wir waren es. Wir müssen verschwinden. Sie schießen nicht mehr. Wir holen sie uns. Sind Sie im Hinterzimmer? Da ist Pete. Wir müssen ihn fangen und zum Sheriff bringen. Das ist unsere einzige Chance.
Sheriff! Sheriff! Die Bank ist beraubt worden. Der Kerl ist in Richtung Fluss geflohen. Los, zu den Pferden! Du gibst mir von hier Feuerschutz. Ich versuche von hinten ins Haus zu kommen. Der Sheriff und seine Leute kommen. Ich versuche sie aufzuhalten und du machst Pete wach, damit er seine Geschichte erzählen kann. Was ist passiert, Annie? Sind John und Kansas zur Flusshütte geritten? Sie sind entkommen, aber der Sheriff verfolgt sie mit seinen Männern. Du musst sie aufhalten. John und Kansas sind unschuldig. Ich habe Farnsworth erschossen. Pete hat alles geplant. Wir haben auch zusammen die Postkutsche überfallen. Aber als er mit mir die Bank überfallen wollte, habe ich gesagt, dass ich aussteige. Als ich zum Sheriff wollte, hat er geschossen. Wir müssen den Sheriff finden. Mein Gott, was hast du mit dem Kerl bloß angestellt? Du hättest den Mistkerl nicht so hart rannehmen sollen. Mach weiter, der wird schon wieder.
aber Jim und Pete haben die Postkutsche überfallen. Pete hat das alles geplant. John und Kansas sind unschuldig. Das stimmt, Sheriff. Ich kann das bestätigen. Pete hat auch die Bank überfallen. Hört auf zu schießen, Jungs. Festus, du kommst zu mir. Sie haben aufgehört zu schießen. Vielleicht machen sie nur eine Pause. Na, kriegst du ihn noch wach? Du hast ihn wirklich ziemlich schwer getroffen. Nun wach schon auf, du verdammter Schweinehund. Na, wird's bald. Ach. Anne und der Sheriff kommen. Mach die Tür auf. Gut, Sheriff, wir ergeben uns. Es tut mir sehr leid, aber ich habe mich geirrt. Jim hat alles gestanden. Los, Männer, bringt ihn raus. Ich reite zurück zu Juanita, aber zuerst muss ich was erledigen. Willst du, Anne, diesen rechtschaffenen Mann John zu deinem Mann nehmen und ihn lieben und ehren? Ja, ich will. Und willst du, John? Ach, lass es sein, ich will eine echte Trauung.